Welcome back to another German Food Review, and it's burger time. Chili burger from Abelin. Great taste. Easy life. So, chili burger, what does that mean? I mean, there's no chili, there's chili in the bun. Yeah, 0.7% chili in the sesame seed bun. And gouda cheese, and I guess no vegetables. We can check it out. no vegetables. And quality since 1958, okay, 150 gram, price 1 euro in netto. And yeah, sometimes these burgers are not so good because it's not a real patty, it's more like a meatball. Sometimes it's weird, sometimes it's okay, so let's check it out. 150 gram, best before date. So 450 calories, salt, of course, fat and protein, meat. Okay, and you could do it in the oven for just 12 minutes. Yeah, that is a waste of energy. No, microwave is better. 600 watt, 60 seconds. Okay, that's in here. It's a pork meatball. They call it Schweinefrikadelle. Okay. Aus the chili in the meatball? Schweinefrikadelle mit Nudeln. I'm not so sure. I guess the chili is in the meatball, not in the bun. I'm confused now. Anyway, 54% meatball. And let's check it out. No. There's no chili in the meatball. Not sure. Let's check out the bun. Where's the bun? There's also no chili in the bun. Anyway, yeah, I'm stuck. Anyway, let's open it. Which side? This side here? Nope, this side, okay. Ah, very smooth. And yeah, sniff test, here we go. Oh, and it smells like, okay. A little like meat, not extreme. It's okay, yeah. Sometimes it smells like death. Get this one out here, and here's the bun. This bun looks actually quite nice. Bottom. And yeah, it's just a meatball with cheese, no sauce. Ooh. I have to check if I can find a little sauce, a little bit of sauce. Anyway, here's the plate. So, 60 seconds back in a sec. So, here he is, and I think you have to put on the sauce before microwaving it, because look at this here, the cheese acts like glue. Yeah, you can't open it anymore, but let's take a closer look. Very nice bun, that looks really good. Please focus. Yeah. Okay. And, yeah, it's glued. Also the bottom. Okay, look at this. I hope the cheese is creamy, otherwise without sauce, maybe a little too boring, but right here. Okay, indeed it's hot. But I think the chili is in the patty. Look at this color here, not in the bun. Yeah, it burns a little bit. Oh no, now it gets hotter. So it's, yeah, it's a chili burger. And I really like this bun here. Look how soft this is. Very nice. This patty tastes actually good. Yeah, no pieces inside. Sometimes there are pieces inside and then you bite on that piece and you want to throw up and whatnot. Here we go. Yeah, just the sauce is missing. Otherwise, it's okay. Patty works. It's hot. Bun, nice and soft. Cheese is okay. But a little bit more sauce, or sauce at all. Yeah. Otherwise, it's okay for 1 euro. Sniff test.
smells also quite good. So, one more bite. And it tastes like pork, of course. Hot pork. Yeah, no bad aftertaste. No pieces. I would call this good for €1. Please, a little bit of sauce. That would be better. Yeah. Thumbs up for Abelin. Abelin. Okay. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein Abelin Chili Burger. Chili Burger. Und davon gibt es noch andere. Habe ich jetzt vergessen, was war. Aber ich mag es ja scharf, also habe ich den Chili Burger genommen. Kostet 1 € im Netto. Ich weiß nicht, welcher Netto das ist. vergesse ich immer. Und sind 150 Gramm. So ist etwas mehr als ein McDonald's Burger, aber kostet nur 1 €. Ist allerdings keine Soße dabei. Kommen wir gleich drauf zu. Kalorien sind ungefähr 450. Viel Salz, Eiweiß und Fett, ja, vom Fleisch. Und das ist ein Schweineburger. Also wenn ihr kein Schwein esst, seid ihr hier an der falschen Adresse. Und das hier verstehe ich nicht so richtig. Schweinefrikadelle mit 0,7% Chili im Sesambrötchen. Wahrscheinlich stoppt es hier und dann im Sesambrötchen mit Gouda. Okay. Ja, ich dachte erst, es wäre im Brötchen mit drin, so wie bei Burger King oder so, aber ist es nicht. Wahrscheinlich. Okay, das ist drin hier. 54% Schweinefrikadelle. Und es kommt mir so vor, als ob sie das da ein bisschen was geändert haben. Früher habe ich diese Burger hier gemieden, denn diese Patties waren meistens sehr komisch mit Stücken drin und haben sich nicht gut angefühlt und auch nicht wirklich gut geschmeckt. Aber die letzten, die ich hatte, die gingen eigentlich. Kommen wir auch gleich zu. Dann, ja, da ist Chili. Aber wo ist es drin? Keine Ahnung. 9% Gouda-Käse. Macht ihr in der Mikrowelle, 600 Watt, 60 Sekunden. Funktioniert auch. Muss man kurz warten. Auf dem Boden ist natürlich ziemlich heiß. Eventuell wäre es gut, wenn man den irgendwie hochstapeln könnte. So. Dann wäre es nicht immer so heiß. Unten auf dem Boden. Egal. Reicht auf jeden Fall aus. Ja. Haltbarkeitsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum. Und dann werden wir uns das Ding mal angucken. Als erstes mal dieses Brötchen hier. Sieht diesmal richtig gut aus. Ja. Wie schön glatt das ist. Und ist auch schön weich und es fühlt sich nicht so richtig ja, wie so ein alles Mikrowellenbrötchen an, sondern das ist eigentlich richtig gut. Seht ihr hier auch? Okay, dann ist eine Schweinebulette drauf. Die nennen das ja nicht Patty, sondern die nennen das ja wirklich Bulette. Und das ist ja auch nicht immer so optimal, aber wenn wir sehen, ob das hier gut ist oder nicht. Brötchen und Käse, keine Soße. Ja, auf den anderen Burger haben sie so eine coolen Soßen-Patties, hier leider nicht, das fehlt hier ein bisschen, aber genau hier. Ja, und wenn ihr Schweinegeschmack mögt, dann ist der okay, der Burger, und der ist auch scharf, der heißt Chili-Burger und der ist doch scharf. So, wenn ihr Scharfes nicht abkönnt, dann kauft keinen Chili-Burger. Hier ist auch wirklich Chili drin. Brennt ein bisschen im Hals. Schön. Käse ist okay, aber eine Soße fehlt natürlich. Und man muss die Soße vor der Mikrowelle raufmachen. Ansonsten klebt hier alles zusammen. Könnt ihr nicht mehr auseinander machen. Das Patty hier schmeckt sogar ganz gut. Noch Schwein. Und da sind keine Stücken drin. Also wahrscheinlich sind da Stücken drin, aber man merkt sie nicht. So würde ich sagen, ist okay. Und für 1 €, here we go. Ja. Ihr könnt den auch im Backofen machen für 12 Minuten, dann seid ihr allerdings Energieverschwender, hoch 3. Ja, brennt ein bisschen. Schmeckt nach Fleisch oder Schwein. Und dieses Brötchen hier, das gefällt mir wirklich richtig gut hier. Nicht schlecht. Letzter Biss, here we go. Qualität seit 1958. Ja,
Was würdet ihr da noch drauf machen? Ich würde vorschlagen, man sollte eine Soße drauf machen. Man kann ihn auch so essen, ja. Aber mit Soße wäre er noch besser. Würdet ihr Salat drauf machen? Würde ich nicht vorschlagen. Zwiebeln, Gurke und etwas Barbecue-Soße. Dann habt ihr einen scharfen Barbecue-Burger für nicht sehr viel Geld. Natürlich nur, wenn ihr die anderen Sachen da habt. Ich habe sie nicht da. Bekommt trotzdem Daumen nach oben. Auch wenn die Soße fehlt, schmeckt er gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.